Willkommen zurück bei einer lebenswichtigen Angelegenheit. Wir sollen unsere Hexersinne einsetzen, um den Diener der Wegelputz zu finden. Er trägt eine blaue Tunika und an seinem Gürtel hängen ganz viele Schlüssel und wir sollen ihn nach seinem aktuellen Forellenpreis fragen. Das ist die Aufgabe, die uns Triss Merigold anvertraut hat. Und diesen Herrn suchen wir jetzt mal. Eine blaue Tunika mit ganz vielen Schlüsseln. Das ewige Feuer wird uns leiten. Und unsere Hexersinne brauchen wir warum? Verstehe ich gerade nicht. Wieder mal Regen. Nö, hier haben wir nichts. Ach, hier ist Triss. Die wartet hier natürlich. Oh, so ein Pech. Der trägt was Grünes. Das ist, glaube ich, eine normale, zwielichtige Person, ja. Verflucht. Die kennen wir ja schon. Blaue Tunika. Spinne ich jetzt? Ah, da ist er. Ja? Wo kriege ich den besten Forellenpreis? Ja, aber uns erwartet er ja nicht. Bis dann. Ich rede mal mit Triss. Ich weiß gar nicht, ob wir den jetzt ansprechen dürfen. Hast du schon mit Ingrid Wegelboots Diener gesprochen? Noch nicht. Okay, gut. Also wir sollen mit ihm sprechen. Ist gut. Ist gut, ist gut, ist gut. Ja? Weißt du, wo ich den besten Forellenpreis kriege? Vielleicht, aber mit jemandem wie dir habe ich nicht gerechnet, Herr. Solltest du mit dem Empfänger des Briefs reden wollen, werde ich anwesend sein. Die Vorsicht würde gebieten... Die Vorsicht gebietet, jetzt nicht zu streiten. Glaub mir. Ich hab wohl keine Wahl. Komm mit. Okay. Hier lang. Es ist nicht weit. Gut. Er hat uns ja nicht erwartet, deswegen wollte ich mich nicht gleich verraten. Oh. Nicht, dass wieder irgendeine Scheiße passiert, die ich so gar nie... Hilf mir! Überall Banditen. Gibt's ja nicht. Gehen wir. Okay, alles vorbei. Lauf weiter, los. Was wollten die von dir? Weiß nicht. Ich hab sie noch nie gesehen. Vielleicht, also, neulich hat jemand versucht, unsere Boten auszufragen. Über den jungen Grafen. Warte mal, wo ist die Herrin Merigold? Du solltest doch alleine kommen, Herrin. Wäre er nicht gewesen, hätten die drei dich zum Verhör mitgenommen. Der Große war Waldo Muris. Der arbeitet für die Hexenjäger. Ja, du hast sicher recht, Herrin. Es war einfach nicht, was ich erwartet hatte. Da Herrin Wegelboot... Okay, wer genau... Ja, er ist ein kleiner Diener, das wissen wir. Aber worum geht es jetzt eigentlich? Also, worum geht es hier? Bitte deutlich. Um den Sohn der Herrin Wegelboot. Er ist das Problem. Meister Albert interessiert sich für Alchemie. Die Tempelwache hat Wind davon bekommen. Um die Wache würde ich mir keine Sorgen machen. Aber die Hexenjäger haben versucht, dich zu schnappen. Also ist Albert wohl in ernster Gefahr. Ja, die Wache wurde von Herrin Wegelboot bestochen. Aber da die Hexenjäger für jeden denunzierten Magier bezahlen... Hat die Wache von einer Familie in Angst Geld genommen und den Jägern dann trotzdem Bescheid gesagt. Wow. Und wie habt ihr bitte Triss gefunden? Woher weiß Ingrid Wegelboot, wie sie Triss erreicht? Und dass Triss überhaupt die richtige Person ist? Die Herrin Merigold soll auch Myra Weiss beim Verschwinden geholfen haben, als die Hexenjäger hinter ihr her waren. Myra hat der Herrin Ingrid bisweilen magischen Beistand geleistet bei ihren... Gebrechen. Das kann sein.
Myra hat mal erwähnt, dass sie eine Adlige behandelt. Albert sollte wohl so schnell wie möglich verschwinden. Das kann ich einrichten. Meinst du, der junge Wegelbud kommt unbemerkt aus dem Haus? So einfach ist das leider nicht. Meister Albert versteckt sich auf dem Landsitz der Wegelbuds. Herrin Ingrid ist der Auffassung, dass sie ihn heimlich fortbringen kann. Sie will einen großen Maskenball geben. Und ich soll teilnehmen und ihm bei der Flucht helfen? Genau. Ohne dich geht es nicht. Die Herrin Wegelbud fürchtet, dass das Personal beobachtet wird. Ah, oje. Ja, gute Idee ist es nicht, aber ist sie schlecht? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ja, wir werden das schon schaffen miteinander. Das ist eine gute Idee. So eine protzige Feier lenkt die Jäger ab. Ja, wenn nur die Hälfte von dem stimmt, was ich über die Bälle der Wegelbuds gehört habe. Angeblich wurden auf dem letzten 100 verschiedene Nachspeisen serviert. Und es gab von der Abenddämmerung bis morgens Feuerwerk. Aber jetzt zu Kriegszeiten hat die Herrin angeordnet, nur 85 Nachspeisen zu servieren. Ach, diesmal gibt es keine kandierten Blätter von blauen Rosen aus Nazair. Die sind jetzt furchtbar schwer zu kriegen. Oh nein. Ich würde das alles so gerne sehen. Ja. Denkst du, es gibt Ärger? Natürlich gibt's Ärger. Ist auf dem Ball denn mit Ärger zu rechnen? Am schwierigsten wird es sein, Meister Alberts Abreise vor seiner Großmutter zu verheimlichen. Ist das denn nötig? Die Herrin Patricia ist glühende Anhängerin des ewigen Feuers. Sie weiß nichts von Alberts Interesse an Alchemie. Zum Glück ist die ältere Herrin Wegelbud auf dem Landsitz ein seltener Gast. Wahrlich eine außergewöhnliche Familie. Es steht mir nicht an, das zu beurteilen, Herr. Okay, gut. Also dann gehen wir mal auf diesen Ball. Hoffentlich müssen wir nicht bis zum Schluss bleiben. Heißt das, du kommst mit? Natürlich. Ich werde dich doch nicht allein in die Höhle des Löwen schicken. Überleg doch nur, 85 Nachspeisen. Während du versuchst, einen Taillenumfang von 2 Spannen zu behalten. Geralt, bitte. Wie kommen wir denn in den Landsitz hinein? Hier, die Einladung. Die Wache am Tor hilft dir dann weiter. Leg bitte eine Fuchsmaske an, ja? Viel Glück. Wo soll ich denn eine Fuchsmaske herbekommen? Ja, dann gehen wir mal dorthin, oder? Meinst du, wir können direkt dorthin gehen? Machst du Witze? Wir müssen uns vorbereiten, umziehen. Vor allem müssen wir Masken besorgen. In Elihals Laden bekommst du sicher alles, was wir brauchen. Kennst du den? Ich war schon mal dort. Elihal ist mit Rittersporn befreundet. Nur Masken, ja? Ein Wams werde ich ja wohl nicht tragen müssen. Natürlich ein Wams, Geralt. Und keine Diskussion. Kümmere dich darum und dann komm zu mir. Oh Mann, sie will nur, dass wir uns rausputzen. Oh, das wird... Die Idee ist irgendwie sehr schlecht. Die will uns da sicher nur verführen. So ist die kleine Rothaarige. So, dann gehen wir mal zu Elihal. Und schauen, ob der werte Herr alles für uns bereit hat. Im Regen kostet es das Doppelte. Ich hoffe, das ist nicht zu teuer. Gesundheit. Ich will nämlich sparen. Wir brauchen ja bald eine neue Rüstung. Und das wird mich ein bisschen was kosten. Überhaupt, wenn wir jetzt bald nach Skellige reisen. Es hieß ja, das sind die größten... Oder die besten Rüstungen zu finden. So war es hier. Nö, eins weiter, glaube ich. Ja. Sehr hübsch. Elihal, wo bist du? Hallo. Willst du vielleicht meine Frühjahrskollektion sehen? Ja, zeig mal. Ich würde gerne mal einen Blick auf dein Angebot werfen. Natürlich, bitte. Sollte etwas kneifen oder scheuern, ändere ich es sofort und ohne Aufpreis. Wenn ich damit fertig bin, fühlt es sich an, als trügest du gar nichts. Okay, gut. Also hier. Eine Wolfmaske, eine Harlekinmaske, eine Vogelmaske und die Fuchsmaske von Triss. Ja, die kaufen wir gleich.
Und wir nehmen es durch die Wolfsmaske. Und optional ist ein Wams. Wow, das ist aber ein bisschen teuer hier. Elegantes Höflingswams. Ja, wir nehmen mal die hier, glaube ich. Die kaufe ich mal. Und das sollte dann wohl reichen, oder? Oder brauchen wir schöne Schuhe auch noch? Elegante Nilfgaardische Schuhe. Festliche Pantoffeln von Skellige. Ja komm, wir nehmen noch hier die eleganten Nilfgaardischen Schuhe. Und dann soll sie mir... Bis dann. Dann soll sie mir danken. Okay, gut, dann ziehen wir uns mal an. Wo habe ich denn jetzt alles? Also hier ist das der Wams. Und die Schuhe. Ach, wir brauchen doch noch eine andere Hose. Und wo haben wir die Maske? Ach, die sind weg, okay. Die sind wahrscheinlich, ja, hier sind sie. Gut, Elihal, ich brauche doch noch eine Hose. Ich würde gerne... Natürlich, bitte. Sonst schimpft uns Triss nur, ich kenn's ja. Dann heißt wieder, wie siehst du denn aus? Aber ich nehme hier die billigste, also die Nilfgaardische Hose. Elegantes Hemd von Skellige. Mhm. Nö, das reicht schon so. Bis dann. So. Auf Wiedersehen. Elihal und bis später. Jetzt sehen wir natürlich sehr schick aus, muss man schon sagen. Gut. Bring Triss die Fuchsmaske. Das machen wir jetzt auch. Und dann geht's schon ab aufs Fest. Ich freue mich. Wenn es da wirklich 85 Nachspeisen gibt, dann wäre das mein ideales Fest. Das muss doch so genial sein. Du bekommst ein riesen Buffet mit 1000 Nachspeisen. So, ja. Jetzt sehen wir mal richtig schick aus. Ich hoffe, Triss weiß das zu schätzen. Hier wird nicht rumgehangen. Ich hänge hier auch nicht rum, Alter. Ich laufe nur durch. Ich habe ein Date. Deinesgleichen sollte in Novigrad nichts zu melden. Bei den Titten einer Mittagserscheinung. So. Du bist ja ein größerer Lumpensammler als ich. Mal schauen, ob Triss sich auch hübsch gemacht hat. Du bist Schätz. Er hat es sich bequem gemacht. Meine ganzen Fußböden sind voller Schlamm. Vielleicht zieht sie endlich. Muss die immer ganz oben sein, hey? Das ist nur nervig für mich. Immer hier rauf zu laufen. Oha. Donnerwetter, du hast mein Anliegen ja wirklich beherzigt. War das denn nicht ernst gemeint? Ich habe noch Zeit, mich umzuziehen. Wag es ja nicht. Du siehst toll aus. Hast du alles gekriegt? Ja, habe ich. Aber hast du noch etwas über Albert erfahren? Hast du noch etwas über Albert erfahren? Nun, kaum ein Magier hat bisher von ihm gehört. Er ist wohl Amateur. Warum dann das Interesse? Erst die Tempelwache, dann die Jäger? Er ist leichte Beute. Und genau deswegen sollten wir ihm helfen. Triss sieht schon richtig gut aus, oder? Alles ist fertig. Wir können gehen. Wie schade, dass solche Anlässe so selten sind. Ohne sie würde ich dich nie in Schale sehen. Das verdammte Wams scheuert in den Achseln. Ich glaube, da wurden Drähte eingenäht. Ich werde dein heldenhaftes Leiden pausenlos bewundern. Also dann, gehen wir? Jetzt sind wir am Wegelbud anwesend. Oh, hier ist schon alles sehr hübsch Guten geschmückt. Guten Tag, Herr, Herrin.
Wir sind Gäste von Herrin Ingrid Wegelbuth. Die Einladung bitte. Alles in Ordnung. Ihr findet die Herrin Wegelbuth im Hof des Anwesens. Sucht nach einer Papageienmaske. Eins noch. Lasst bitte eure Schwerter hier. Ehrlich jetzt? Ich muss meine Schwerter hier lassen. Ach, verdammt. Wir fliegen ja jetzt schon auf, wenn ich mich weigere. Na schön. Ich wünsche einen angenehmen Abend. Es ist schön hier. Ich bin ewig nicht aus der Stadt rausgekommen. Nun? Sie sieht wirklich gut aus. Das Kleid ist ja Bombe. Wundert mich nur, dass das nicht... Was geht denn hier ab, bitte? So, wir suchen jetzt die Ingrid. Ist das eine Art, einen alten Kumpel zu behandeln? Ihn einfach zu ignorieren? Da liegt ein Irrtum vor. Wir kennen uns nicht. Sei nicht albern, Vivian. Ich würde deine Mähne überall erkennen. Jetzt spielst du wohl die feine Dame. Aber bevor Baron Edward, wie auch immer, dich aus der Gosse gezogen hat, warst du eine gewöhnliche... Schluss jetzt. Die Dame sagt, sie kennt dich nicht. Wer ist das denn? Dein Neuer? Älter als der vorige scheint mir. Ein hinfälliger, bemooster Sack. Je weniger sie können, desto mehr lassen sie wohl springen. Boah, hau ab jetzt. Gehen wir, Triss. Ich will keine Szene. Vivian! Hey! Du hast mir viel besser gefallen, als du in den Kutschen vor der Passiflora gearbeitet hast. Ach, halt doch dein Maul. Was für ein Trottel. Ich bin noch nicht fertig mit dir. Jupp. Voll betrunken und keine Ahnung, was er da redet. Schwer hier, aber ach, dem geben wir gar keine Acht. Dann hätten wir sowieso gleich... Oh Gott, die Leute hier sind wirklich alle besoffen. Moritz, was machst du denn hier? Die kleine Marigold, na sowas. Und ich dachte, das hier wäre eine Veranstaltung mit Klasse. Ja, du hast mir auch gefehlt. Aber können wir das jetzt lassen? Kommst du aus Novigrad raus? Du kannst dich uns anschließen, wenn du willst. Nicht reagieren oder Triss, dazu sind wir nicht hier. Ja, ich bin Hexer, ich habe einen Auftrag und wir wollen ihr helfen, also... Los geht's jetzt. Triss, dazu sind wir nicht hier. Doch, genau dazu sind wir hier. Nun, Moritz... Mich euch anschließen. Und wer wäre das wohl? Unter anderem deine Freunde. Sobald alle versammelt sind, führe ich euch. Du führst? Vergib mir, Marigold, aber da kann ich mich ja gleich von einer lahmen Ente führen lassen. Mach's gut. Wer war das? Er ist ein alter Freund, Moritz Diefenthiel. Ich erzähl dir die Geschichte ein andermal. Na gut. Was geht denn hier eigentlich ab? Dein Ruf eilt dir voraus, Geralt. Dein Ruf eilt dir voraus, Geralt, das ist aber nicht toll. So, was haben wir hier? Ach, hier geht's nur runter. Nö, okay. Jetzt habe ich Triss verloren, aber die wird schon wieder auftauchen. Schwer hier aber zu finden, weißt du, mit dem ewigen Feuer. Schätz mal, wir müssen hier durch. Oh, sehen wir uns um. Feuerspucker. So, wo ist denn diese Nebenquest hier? Hier irgendwer. In Wahrheit sind wir schon von den Schwarzen abhängig. Croupier. Ah, ein weiterer Herausforderer. Herr Devanon hat seinen Platz am Tisch gerade erst freigegeben. Unwahrscheinlich, dass er zurückkehrt. Was ist ihm denn passiert? Ein paar gute Männer haben ihn beiseite genommen, damit er sich nicht wehtut. Also, spielen wir? Zunächst sollst du gegen Markgraf Wladimir Dekret antreten. Der kann sich das Verlieren leisten, also dürfte er alles oder nichts spielen. Ich glaube, das machen wir ein andermal.
Mir ist nicht danach. Dir ist nicht nach Gewinnen? Ja, ja, wir kommen dann nochmal. Triss ist hier hinten. Und wir suchen jetzt weiter nach der Papageienmaske, beziehungsweise das machen wir das nächste Mal, damit wir Ingrid Wegelbutt, die Herrin dieses schönen Anwesens hier und die Gastgeberin, finden können. Also dann schaltet das nächste Mal wieder ein. Bis dann.